Hallo, meine Lieben, da sind wir wieder. Und es geht weiter im Weinkeller. Jetzt kommen nur noch die Verschönerungsarbeiten. Wir haben soweit eigentlich alles fertig. Hier schön mit dem Bogen und... Ja, jetzt kommen eigentlich nur noch die Verschönerungsarbeiten hier mit so mit den Fässern und den Weinständen. Halt, hier kommen die Weinflaschen hin. Speedy kann, wenn er möchte, ja, sich hier so Eichenzäune machen. Mhm. Und die dann auch so wie hier auf den anderen beiden Seiten dran machen. Hast du Holz? Da muss ich aber holen. Hab ich Holz? Ich hab Holz. Ich hab Holz. Sonst muss ich nur flitzen. Und? Lass mich darauf. So. Einmal. Das sollte, glaube ich, denke ich mal reichen. Ja, ich gehe da mal oben Fässer und ein paar Laternen und so holen. Yep. Treppen könnten wir hier eigentlich auch noch hinmachen, ne? Und hier noch so eine Türe rein und da auch noch eine Tür. Ach ja, wir haben noch ganz viel Arbeit. Also hier sind die Fässer. Gut. Wir gehen mal hier hin. Hab ich jetzt... Oh, hier die Wasserspeier sind auch nicht schlecht, ne? Die dort mal weg. So, was haben wir? Rust. Was ist das? Kronleuchter. Die Eisenlaterne. Können wir die machen? Ja, die können wir machen. Sehen auch nicht schlecht aus. Auf jeden Fall besser als wie diese Fackeln. Fässer müssen wir noch auf jeden Fall welche machen, glaube ich. Ja, das sollte reichen. Dann brauchen wir. Überschwemmung. Überschwemmung? Ja. Was hast du gemacht? Ich habe bloß ein bisschen die Stähne weggemacht. Da war irgendwo Wasserloch. Wo bin ich denn da? Oh. Okay. Irgendwo in der Höhle, in der Loch drin, da ist Wasser. Komm mal durch. Okay. Das ist ein unterirdischer See. Fässer. Ja, ich mach mal davon auch mal ein paar Fässer. So. Und, da brauche ich die Deko-Bank, ne? Deko. Und, hab ich nicht. Da. Die Dekobank habe ich, glaube ich, da hinten, ne? Noch an der Schmiede. Ach so, die Schmiede müssen wir auch noch... die ist auch noch nicht ganz fertig. Da fehlen uns noch ein paar Rüstungsgegenstände. Damit wir da auch ein bisschen... noch ein bisschen verschönern. Ich glaube, dann das See müssen wir zumachen, doch. So, Dekobank, genau. So, was könnten wir... Ah, hier sind die Weinregale. Die werden wir auf jeden Fall auch brauchen. So. Und leere. Machen wir mal 5. So, was kann man noch da reinmachen in so einem Weinding? Ja gut, Fässer haben wir jetzt. Schild. Metzger. Miet. Bank. Bäcker. Candy Shop. Landwirtschaft. Fischer. Blumenladen. Tante Emma Laden. Gasthof. Gefängnis, Juwelier,
Ab. Obst und Gemüse. Pet Shop. Stollen. Shop. Magic Shop. Schreinerei. Juwelier. Schneider. Reus. Weinberg. Ja, hier. Ha, guck mal. Weinbergschild. Weinberg. Wärter. Helme. Musik. Okay, und was haben wir hier? Bilder. Haben wir einen ganz einfachen Tisch, einen ganz einfachen Stuhl. Gut, jetzt. Leicht. Ja, das passt aber dann irgendwie nicht in dieses dreckige Haus eigentlich, ne? Schade, zwei Leer. Toll. Alles noch, alles zu modern hier. Alles zu modern. Was ist das? Coffee Table. Parkbank, das ist auch eine Park. Wenn man was sucht, ne, dann findet man das nicht, was man unbedingt braucht oder haben will. Das ist so typisch. Normal. Wenn nicht. Mal das andere. Auch zu. Jawohl, okay, dann nehmen wir mal das. Das passt ja schon eher. So. Ja, okay, also ich glaube, das war's. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das am besten mal mitnehme hier alles. Wohl. Geehrte Mutter. Oh weia. Oh weia, was ist das? Was denn? Ach, das. Puni, wie ich mit Puni auf der Reise war, da. Das hat sie mir hier an der Schmiede, hat sie mir ein Schild mit einer Truhe hingestellt. Verehrte Mutter steht da drauf. Oh weh. Und dann hat sie mir die Sachen, die sie mir geben wollte eigentlich, hat sie da reingemacht. Nimm das mal hier mit. Ach, ja. Kinder. Aber verehrte Mutter, was für ein Schleimbeutel.
Ich muss unbedingt gucken, dass ich hier irgendwie einen Weg hoch mache. Wieder gegen gelatscht. So, das andere packe ich jetzt mal ins ME-System erstmal. Das brauche ich, das nicht. Das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Das brauche ich jetzt auch nicht. Genau. Also die Fässer brauche ich unten. Das brauche ich hier oben. Das brauche ich auch unten. Die Lampen kann man hier benutzen. Das benutze ich auch hier. Und das Schild wird auch hier benutzt. Jawohl, Weinerei. Bergfeld, genau. Oh Mann, wie cool ist das denn? So, dann machen wir dann hier für die hart arbeitenden Duftköpfe. So. Das nicht gerade da drauf, oder? Hä? Oder ist das keine Bank? Mal was gucken. Ah, das sind auch Tische. Dann machen wir das anders. Machen wir nämlich so. Und so. Dann haben wir nämlich einen etwas größeren Tisch. Und dann kann ich da nur zwei Stück draufstellen. Das ist ja doof. Das ist ja richtig blöd. Okay. Also, das ist weiter wegstellen. Geh doch mal hoch. Ja, da war's doch gerade. Mach das doch mal so nach oben. Ach, stell's jetzt einfach dahin. So. Was war das? Mach hier das Eisen. So. So, die Eisenlaterne. Machen wir mal hier eine hin. Sehr schön. Und dann machen wir mal die hässlichen Fackeln mal hier weg. Ja, das kann man da noch eine hin. Ja. Wasserspeier. So, kann ich da Fässer da ohne hinsetzen. Und vielleicht noch ein paar Laternen oder so. Bitte? Da kannst du deine Fässer hier unten hinsetzen. Und vielleicht noch ein paar Laternen oder so. Deine Weinfässer. Ja. Das Regal ist soweit fertig. Achso, hier, ich habe ja noch die anderen Weinfässer, ne? Wo sind denn die da? So, das ist nicht. Die aufeinander, ja. Kann man. Sehr gut. Dann haben wir noch hier so ein paar andere. Kann man da reingucken? Ja, sehr gut. Da kann man sogar Sachen drin verstauen.
hier mal runter. Mal, was wir unten noch machen können. Will nur deine Fässer und alles halten. Und das halt auch ohne Lagern willst. Was sagst du? Da war doch Fackel rumgeschwebt. Ich glaube, ich muss das hier ein bisschen anders. So. Ja, mit Licht muss ich halt gucken, dann dass irgendwie noch Licht drin kriegt. Das geht sogar genau hoch. Da oben kann ich nichts dran machen. Oh, und du hörst noch. Da hast du zwei Fackel. Ah, doch, Dinge da jetzt. Oben kann man wohl dran machen. Ah, cool. Aber das schwebt, glaube ich, oder? Ja, das schwebt. Ja, das hängt mit der Biegung. Also doch dahin. Ja, da vorne die zwei kann ich noch ändern. Genau. Dann ist es selbe Luft ohne. Dann haben wir nämlich hier die Weinregale. So, und da drin kann ich dann dasselbe Schema machen. Da rechts und links so Laternen dran. Ja. Kann man die Fackel abmachen. Und hin halt an die Wand, Andy. Habe ich die Fässer bis ganz nach oben gemacht? Drüben nicht. Ich habe es aber ganz hoch gezogen, die Dinger das halten. Und falls kann ich immer mal Andy weniger machen, wenn da fast drin ist. Halt bis ungleichmäßig ist. Sind halt von vorne schon weggeholt worden. Ich glaube, man muss was von der Fackel oder Laterne, wenn du noch hast. Dann hänge ich die mal schon auf. Ja. Ich habe noch Weine. Gut, die könnte ich auch oben noch hinstellen. Ich habe hier auch noch leere. Thank you.
So, jetzt habe ich die Laterne mehr, aber ich denke mal, dürfte jetzt hell genug sein hier. Ja. Ja, dann ist unser. Hier sind dann die Weinflaschen drin. Hier sind die Weinfässer. Hier ist der Durchgang für nach hinten raus. Ja, eigentlich sind wir mit dem Weinkeller dann weit fertig. Ich meine, viel machen kann man ja in so einem Weinkeller nicht. Ich finde es okay so. Ich finde den sehr schön. Da können wir jetzt oben noch ein paar Sachen machen. Wie kann ich hier raus? Lampe. Ich kann sagen, wieso kann ich nicht raus? Und das ist die Nische drinnen. Ja, musst du ein Loch reinmachen und dann reinsetzen. Hast die Laterne eingesammelt. Oh, ja, tatsächlich. Dann machst du gerade in die Nische drinnen. So. Genau. So. Lichtlöffel müsste eigentlich okay sein hier. Ja, ist hell genug. Und halt die Luft, das ist aber der Rest. Und im Hingang, mal gucken, wie man das da machen kann. Ja. Ja, eigentlich sind wir auch soweit fertig. Pack mal hier den Hammer rein erstmal. Was? Den wollte ich eigentlich auch. Wollte ich mal gucken, wie das da aussieht. Können sich hier die Arbeiter hier ihr Essen holen hier. Los. Okay. Also wenn ihr noch Ideen habt oder so, wie man das noch so ein bisschen gestalten kann, einfach schreiben, in die Kommentare reinschreiben. Ich finde es schon sehr, sehr schön so. Wir gucken mal jetzt mal wegen dem anständigen Weg. Weil das nervt mich schon ein bisschen. Ja, Schwarzeiche, Erd. Was nehmen wir denn? Steine? Ich glaube, wir bleiben beim altbewährten Kies einfach. Bitte schön. Und dann mache ich mal hier einen gescheiten Weg runter. Also versuch's mal, sagen wir mal so. Das würde ich dir auch raten.
habe ich das? Ja, blöd. Entschuldigung, aber das musste sein jetzt. Hast du noch Erde? Ja. Ich brauche. Moment, ich bin gerade beim Aufstich hier. Mach ich gerade den Aufstich da fertig. So. Wo willst du denn Erde hier haben? Oh weh, wie willst du denn den runterkriegen? Hätte schon früher angefangen, sonst komme ich zu weit raus. Wieso, da ist doch alles frei. Er kann doch direkt an den Hauptweg anschließen. Der Weg. Ich bin aber, ich weiß nicht, ob das von der Entfernung jetzt, wie du das hast, ob das reicht, in der Abstufung her. Warte mal. Stein, Bruchstendo. Oder will ich Treppe hochmachen? Das sieht dann aber doof aus, ne? Ja, du kannst keine Kiestreppen machen. Nee, das sieht aber dann. Ich mache eventuell schon, aber das, ich weiß nicht, ob das was aussieht. Warte mal. Ich bin gerade was von hier her. Wo geht denn der Weg an? Wäre. Okay, ich brauche Kies. Kies, 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 Kies. Dorrit. Reini. Hä? Ja, das sollte eigentlich reichen.
So. Ist jetzt richtig. Ja. Bauen einen Weg. Wir bauen einen Weg. Ach Mann. Zack. Da gleich haben wir's. Los, geh mal weg, du Schaf. Was? Jetzt habe ich schon wieder keine Erde mehr. Oh. Wo bist du? Bleib mal stehen. Ey. Ja. Da, neben, an der Treppe runtergefallen. Da liegt der ganze Dreck. Ja, der ganze Dreck. Den du gemacht hast, ne? Ja. Da freut sich das Schaf. Das Schaf, das freut sich. Das kann jetzt hier rauf und runter laufen. Ah, was machst du? Also den Weg vom Beibehalte. Okay. Der Randstähne, quasi sitze. Und du aufstichst so, dass es halbe Blick ist, dass man auch ohne unser Superrüstung rauf und runter laufen kann. Ja, deswegen die Treppe. Ich jump. Ja, ich kann auch so da hoch. Hauptsache, man kann da langlaufen. Mit Jump, ohne Jump ist egal. Es sieht keinen. So. Hab ich das gerade gemacht? Nee, hab ich nicht. Ich habe wieder Mist gebaut. Ah, da ist der Weg. Da ist ja die Treppe. Sieh es gerade. Wieso hast du hier nur drei breit? Schon mal Dreier breite mit ranstehen sind 5. Okay. Okay, dann mache ich das mal weg hier und dann mache ich hier. Jetzt mal 1, 2 Drüppel. Okay. Dann mache ich das dann nochmal weg. So, ja. So auch weg, das da auch weg. Das ist hier aber nur ein Zweierweg, also hast du hier falsch gemacht.
Sind noch drei breit. Ja, ich habe doch falsch angezeichnet, wo ich auf eins verschiebe. Ja. Das stimmt ja nicht, das Regel. So, dann kommt da. Erde. Wieder. Zack, zack. So. Passt. Auf. Eigentlich mit dem Weinberg eigentlich fertig, ne? Jo. Hey. Wein fertig, ja. Und das nächste ist fertig. Kann ich noch Erde in den Kloppe? Oh. So neben die Löcher. Hab ich. So. Genau. Moment, dann wird es gleichmäßig irgendwo mal den A noch aus. Und noch Erde nennen. Überall. Manchmal darf ich es noch. Mein Gras ist ja noch nicht mal so schlimm, das geht ja weg, aber die Pflanzen da, oh, oder Blumen. Erde wäre ein bisschen anpassen. Wo habe ich jetzt nur bis da hingezogen, die Linie, und wo habe ich jetzt gerade der Rand. Gut, dann brauche ich eigentlich für da unten nur noch ein Schild, dass das hier Richtung Weinberg geht, ne? Ja. Weil hier haben wir ja schon so ein Schild. Habe ich die Bank mitgenommen? Nee, die habe ich drüben gelassen, ne? Weil, warum habe ich das gemacht? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Oje, wir müssen mal gleich die Aufnahme stoppen. Jo. Ja, aber wir sind ja jetzt eh fertig. Schilder, 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 Schilder. Da. Irgendwo war es doch. Elme, Schwerte. Weinberge, da. Jetzt brauche ich nur noch etwas, wo ich das dran machen kann. Irgendwas, wo ich das dran befestigen kann. Haben wir Holzstämme oder sowas? Jetzt muss ich gucken. Was hast du gesagt? Da weiß ich nicht, muss so gucken, was inzwischen alles hat und was man nicht hat. Bibio hatten wir doch drauf, ne? Ja. Bibio. Ja, die Schilder von Bibio, die sind ja.
Kann man die Schilder eigentlich beschriften? Ich weiß es gar nicht. Und Bibliografie? Ja. 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 Aber was ich eigentlich suche, ist was ganz anderes. Wie? Was hat eingerahmte Birkenholz drum? Okay. Nicht das, was ich suche. Nee, das ist nicht das, was ich hatte, die... Irgendeiner hatte doch diese Holzstämme, die man... Holzpflöcke. Kann ich da so ein Schild dran machen? Das müsste man mal ausprobieren. Warte mal. Ich mach das jetzt mal hier. Kann man das da dran machen? Ja, das geht. Nur eins höher dann, ne? Also wir machen es dann ein bisschen höher. Aber ja, es geht. Na? Uff, dann nehmen wir die. Dann nehmen wir die gerade von Rust, die hier auf die Stämme. Weg ist fertig. Denke ich mal so weit. Ach Mann! Was denn? Oh. Aber ganzer Block drauf sitzen, ne? Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. So natürlich nicht. Aber ich weiß, dass es von Bibliokraft doch diese komischen Zäune mit diesen Seilen gibt, oder nicht? Weißt du, welche ich meine? Zäune mit Seilen? Ja, das waren immer so Holzflöcke, also hier so Holzflöcke. Und dann war immer so ein Seil dazwischen gespannt. Hier so. Ach, so die Kette-Dinger. Ja. Das war aber nicht von Bibel, das war vom Garten. Garten-Stuff. Wo ist da die ganze Blume pött und die ja, Hängelampe? Ja, alles klar. Alles das klar. Ist Garten-Stuff. Garten-Stuff, ja. Ja, das war aber auch was anderes. Sieht aber jetzt komisch aus, ne? Warte mal, ich will mal gerade was gucken, ob das geht. Kleiner Moment, ich muss mal kurz aber an die Bank. Das Ding. Man könnte jetzt da noch Fackeln dran machen oder so, ne? Warte mal kurz. Hier mal grad was. Probier mal, ob das Schild dort dranhängen kann. Das connected. Ja, weil das ist ja jetzt die Breite von einem Block. Und der pappt sich halt eben immer genau an einem Block dran, weißt du? Also so einen... Hm.
Weil das sind die Dinger von Immersive. Ja, ich weiß. Weil da kannst du Lampe dran hängen, das Wege. Habe ich gedacht, da steht. Ja, aber die gehören ja dazu, zu der Mod. Deswegen geht das auch. Aber guck mal, ich habe ja jetzt hier Deko und was anderes, weißt du, also. Dann brauche ich noch ein normales Schild. Hab ich nicht. Nicht. Ja, hier müssen dann auch hier irgendwie so die Lampen oder so hin. Da habe ich ja schon mal was ausgetestet, das funktioniert mit dem Daylight-Sensor und so, dass das halt oben wenn es angeht und tagsüber aus sind. Das ist mir ja egal, aber hier müssen auch halt Lampen hin, hier auf dem Weg auch. Ja, das muss ich dann, wenn du das mal anfange und du das dann in der Folge zeige und anschließend halt, weil es ein Haufen Arbeit ist, alles zu verkabeln, muss ich Löcher graben und Kabel lege. Ja. Dass halt das ganze Dorf hier vernetzt ist, hier unten. Dass wenn es dann oben wird, das komplett angeht. Am Wege, an der Wege. Namenstape, Schild. Brauche ich nur eins. Okay. Dann machen wir jetzt noch einen Wegweiser, also so ein Schild. Und dann beenden wir die Folge, denn es sind schon wieder 40 Minuten. Oha, okay. Ist er dran? Nein. Okay, dann müssen wir den so machen. Und zwar die Pfeile. Einmal. Warum nimmst du das Schild auf dem Biblio? Weil ich nicht weiß, wie ich die beschreiben soll. Warte mal kurz. Sind sie dran? Was für Holz hast du da? Eiche, ne? Eiche. Dickes Eichenholz. Eicheholz. Robuste deutsche Eiche. Oha, was fehlt uns? Oh, Mann, ey. Kann ich da nichts reinmachen? Ich komme wieder. Ja, ja. Yep. So. Jetzt schon auf die Rote. So. Und wie war das? Ah, mit Shift. Den Pfeil so in die Richtung nach da oben, ne? Klar. Mhm. Und dann kannst du ja dann hinschreiben Weinberg. Weinberg plus Schenke. Ne, Schenke ist das keine. Schenke kommt hier unten irgendwo hin. Also langsam füllt sich das hier so mit unserem Dorf. Wir müssen mal gucken, dass wir irgendwann mal den Turm da fertig machen, da hinten. Damit wir die Burg auch mal fertig haben. Ich glaube aber, als nächstes werden wir dann hier, damit Speedy seine endlich Ruhe gibt hier mit seinem Leuchtfeuer. Das werden wir wohl als nächstes machen. Gucken, wie das wieder in Zeige geht. Moment.
Also es kann also sich jetzt noch hinziehen. Also die Folge ist jetzt schon fast eine Stunde. So, ist das jetzt weiß? Hä? Also ich verabschiede mich mal. Ja, ich verabschiede mich mal. Also es kann noch was dauern. Auf jeden Fall werden wir das Schild noch beschreiben. Ansonsten machen wir es auf die alte Methode mit den alten Schildern. So wie ich das immer mache. Tschüss.